Heute lernen wir Zweischrittverfolger. Die sehen so aus. Die kann man vorwärts machen und die kann man rückwärts machen. Im Prinzip macht die rechte Hand eine 8 und die linke Hand folgt der. Es geht rückwärts, das heißt aufwärts und abwärts. Das Ganze findet im Splitscheiben statt. Wie kann man das üben? Man kann es hinterher anfangen, dann langsam einen schneller machen. Wenn ihr nicht wisst, was Same Time und Split Time ist, geht nochmal zurück in die Videos. Wichtig, rechts und links. Das heißt so rum und so rum. Das gleiche wie vorwärts und rückwärts üben. Wenn das beides fließend geht, dann kann man vom Two-Beat-Verfolger hier am Körper herziehen und in den anderen gehen. Oben. Noch ein Dreischrittverfolger, das macht das Ganze noch wesentlich einfacher zum Seitenwechsel. Das lernt ihr im nächsten Video.